Schönen guten Tag, liebe Kollegen. Der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga läuft bereits. Marco Rose kommt gerade direkt vom Abschlusstraining, um mit euch über das Auswärtsspiel beim FC Augsburg zu sprechen. Und ich sehe auch schon, dass die ersten beiden virtuellen Hände hochgehen. Wir beginnen bei Jesko von Eichmann für Sky. Ja, hallo an euch. Marco, vorweg die Frage zum Personal. Ist ja durchaus berechtigt. Gab einige Angeschlagene auch in Glasgow. Wer kann davon spielen? Wer kann nicht spielen morgen? Ja, jetzt beim Abschlusstraining hat eben Rafa wieder mittrainiert und hat grundsätzlich auch grünes Licht gegeben. Ansonsten fällt Marco aus, Reuser fällt aus, Thomas Meunier fällt aus. Und die Jungs, die eh schon nicht mehr dabei waren, Gio, Erling, Manu, Daxu, alle nicht dabei morgen. Ansonsten gibt es jetzt erstmal keine weiteren Meldungen. Mal schauen, was heute Nacht noch passiert. Und wir schalten ins Büroloft von Sebastian Wessling. Und er sendet von dort herzliche Grüße. Ergänzend zur Frage von Jesko, einmal Emre Can, der hat seine Rückenprobleme dann vermutlich auch überwunden, da du ihn nicht aufgezählt hast. Und zweitens, ihr habt ja jetzt einige intensive Tage und Wochen hinter euch mit englischen Wochen, vielen Spielen, recht nicht so wahnsinnig viel Personal immer zur Verfügung durch auch die vielen Verletzten. Gibt es irgendwie Spieler, die jetzt auch mal eine Pause brauchen oder kann das einfach aufgrund der Personalsituation gar kein Thema sein aktuell? Ja, es zieht sich an wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir immer wieder eigentlich Spieler hätten, die Pause bräuchten, die Pause aber nicht bekommen können und sie sich dann in den Momenten dann immer wieder auch wehtun. Emre war heute auch draußen, hat leicht mittrainiert. Emre habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Dort müssen wir morgen schauen, wie es ihm geht. Die Signale sind jetzt grundsätzlich positiv, aber natürlich ist bei ihm dann auch ein Fragezeichen da, weil kam aus einer Verletzung, hat jetzt 2x90 gespielt, hat das bis hierhin zum Glück ordentlich verkraftet. Aber wie lange kann man das strapazieren? Auf der anderen Seite, ja, brauchen wir die Jungs. Also wir können nicht in dem Sinne rotieren, wechseln, Spielern Pausen geben. Ist ein großer Balanceakt immer wieder, ja. Und wir machen weiter mit Jonas Ortmann für die Bild. Hallo, Herr Rose. Am Donnerstag gab es ja im Nachhinein noch eine Szene, die so ein bisschen für Wirbel gesorgt hat im Nachhinein zwischen Bellingham und Schulz, der da durchaus ausfallende Worte ja auch benutzt hat. War das nochmal ein Thema in der Mannschaft? Wie gehen Sie damit um und wie ist vielleicht auch Nico Schulz damit umgegangen? Es war in der Mannschaft überhaupt kein Thema. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Gehe davon aus, dass die Jungs, wenn es für sie ein Thema war, drüber geredet haben, hatte aber nicht den Eindruck, dass Redebedarf besteht. Ich glaube, wir sind am Fußballplatz und wenn Jude Bellingham eine unglaubliche Stärke hat, neben seiner Qualität als Fußballer, dann ist es, dass er jedes Spiel gewinnen will, egal im Training oder dann auch in Pflichtspielen. Und das strahlt er natürlich aus, das kommuniziert er auch immer wieder. Und dort, wo Jude herkommt, kommuniziert man möglicherweise auf Englisch auch ein bisschen härter. Das gehört mit dazu. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form, dass da irgendwas hängen geblieben ist, sondern Jude will Spiele gewinnen. Jude ist sauer und das ist das, was ihn ausmacht und was wir eigentlich noch mehr brauchen. Bijan Jakobi. Ja, hallo Marco. Wie ist jetzt 2 Tage danach die Stimmung in der Mannschaft ganz allgemein? Wie gut konntet ihr das Spiel gegen Glasgow aufarbeiten und wie gut konntet ihr euch dann jetzt auch auf Augsburg vorbereiten? Wir hatten sehr wenig Zeit und natürlich war die Enttäuschung riesengroß. Natürlich mussten wir uns auch wieder viel Kritik gefallen lassen. Nochmal, unsere Cup-Saison insgesamt ist mehr als enttäuschend verlaufen. Jetzt sind wir nur noch in der Bundesliga dabei. Und trotzdem habe ich als Trainer in den letzten 2 Spielen, was das Thema Energiebetrieb betrifft, eine Mannschaft auf dem Feld gesehen, die sehr viel investiert hat, die viel ausgestrahlt hat. Ich muss dann schon das auch ein bisschen anders auch bewerten. Ich glaube, unsere erste Halbzeit in Glasgow hat allen das Gefühl gegeben, dass wir extrem nah dran sind. Wir hatten am Anfang Pfostenschuss. Wir bekommen dann diesen zu einfachen Elfmeter. Wir gehen in Führung, haben noch Torchancen
Und zweite Halbzeit war es dann ein Hin und Her mit Kontern. Aber auch dort waren wir lange, lange noch im Spiel. Also die Leistung insgesamt, glaube ich, die war mit viel Energie bestückt. Und das ist das, was wir natürlich morgen auch brauchen. Das ist das, was ich den Jungs auch so weitergegeben habe, weil die Aufgabe in Augsburg natürlich immer eine unangenehme ist. Eine Mannschaft, die mit die intensivste in der Liga ist, die zu Hause um ihre Chancen kämpft, Punkte zu holen. Und dort müssen wir morgen bereit sein und dieselbe Energie wie in den letzten zwei Spielen, auch wenn die Enttäuschung nach dem Ausscheiden sehr groß ist, auf den Platz bringen. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Ja, hallo zusammen. Einmal noch zum Personal anschließen. Muss vielleicht jemand oder darf jemand aus der U23 dann mitfahren mit euch, um dann den Kader aufzufüllen? Und nochmal zur Stimmungslage, die ganz offene, ehrliche Frage, wie geht es euch? Welche Empfindungen, welche Reaktionen nimmst du bei dir, nimmst du in der Mannschaft im Umfeld wahr mit der Situation, die sich ja nach Donnerstag nochmal anders darstellt? Ja, wir nehmen keinen Spieler aus der U23 mit. Die Jungs haben auch ein Spiel und wir haben uns jetzt dazu entschieden, mit ein oder zwei Spielern weniger dann nach Augsburg zu fliegen. Die Stimmung im Umfeld ist natürlich nicht gut. Das, denke ich, ist nachvollziehbar. Nochmal, Cup-Wettbewerbe, das ist so das Salz in der Suppe. Dort haben die Jungs letztes Jahr den Pokal geholt. Wir mit unseren Ansprüchen wollen in der Champions League weitergekommen, als wir gekommen sind. Wir wollten in der Europa League sehr weit kommen, sind dort frühzeitig ausgeschieden. Also haben wir jetzt ein paar Mal drüber geredet, dass es mega enttäuschend ist und wir in diesen einzelnen Spielen, wo es dann drauf ankam, die Saison immer wieder haben liegen lassen. Und dementsprechend fühlt sich natürlich auch die Gesamtsaison im Moment für alle an. Da helfen auch keine 49 Punkte, was, glaube ich, ein bisschen mehr ist als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga. Das spüren wir. Und trotzdem haben wir natürlich die Aufgabe, jetzt weiterzumachen und dran zu bleiben und im Cup-Wettbewerben Dinge nächstes Jahr auf den Weg zu bringen und besser zu machen. Und jetzt steht Bundesliga an mit schwierigen Voraussetzungen für uns, aber natürlich mit dem Ziel, in Augsburg dreifach zu punkten, unsere gute Bundesliga-Bilanz auszubauen, die Stimmung ein Stück weit umzukehren, dann auch wieder. Und dafür braucht es natürlich auch, ich sage es jetzt häufig, Energie und vor allen Dingen positive Energie, mit der wir morgen dort in Augsburg dann rangehen müssen an die Aufgabe. Jesko von Eichmann. Ich habe auch noch mal kurz eine Frage zum Personal. Marco Reus, es sah so aus, als hätte er einfach einen Pferdekuss bekommen, Schlag ins Knie. Ist das richtig oder ist das was anderes? Na, grundsätzlich ist das richtig, aber es ist kurz über dem Knie und so ein großes Hämatom und Schmerzen, die, wenn er noch zwei Tage mehr gehabt hätte, sagt er, hätte es gereicht möglicherweise, aber so macht es einfach keinen Sinn. Und Sebastian Wessling. Ja, eine Frage zum Gegner. Du hast es gerade kurz schon angesprochen. Also wenn man zurückblickt, der BVB und auch viele andere Auswärtsmannschaften haben in Augsburg eigentlich selten leichtes Spiel, sondern das ist meistens eine sehr unangenehme Auswärtsfahrt. Was macht diesen Gegner so unangenehm und wie muss man dem dann beikommen? Ja, sie haben für sich einfach natürlich dieses Gefühl Heimnimbus, jetzt auch mit ein paar Zuschauern wieder im Stadion, die sie unterstützen, gefühlt eine Heimmacht einfach, die dort immer wieder über sich hinauswachsen können, die sehr viel Intensität, Aggressivität dort auch auf den Platz bringen und versuchen so den Gegner natürlich auch zu beeindrucken. Und wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen. Wir müssen in erster Linie dagegen halten, wieder das Wort Energie auf den Platz bringen und die Intensität aufnehmen. Das, was wir in den letzten Spielen gut hinbekommen haben, wir haben in Glasgow 50 Sprints mehr als der Gegner gehabt am Ende des Tages. Also wenn wir dann immer wieder über das Thema Mentalität, Haltung, Einstellung reden, bei aller Enttäuschung, dann war das in Glasgow in Ordnung von den Jungs. Und dann müssen wir versuchen, das Spiel mit den richtigen Entscheidungen und der richtigen Qualität in den richtigen Momenten dann natürlich auf unsere Seite zu ziehen. Das haben wir jetzt in Glasgow nicht geschafft. Da haben wenig falsche Entscheidungen dazu geführt. In Zweikämpfen, Jule,
Oder vielleicht auch der kleine Lapsus von Mats, dass wir das Ergebnis nicht mehr drehen konnten. Und haben wir auch oft drüber geredet, beschäftigt uns schon ein Stück weit die ganze Saison. Und dort müssen wir versuchen, natürlich klarer zu werden, besser zu sein, um sicherlich ein ganz, ganz enges Spiel in Augsburg dann auch für uns entscheiden zu können. Jonas Ortmann. Auch noch eine Nachfrage zum Personal noch einmal. Erling Haaland, ist das jetzt eine Sache von Tagen nur noch oder kann es sich jetzt auch noch weiter in die Zukunft ziehen? Also ich habe das ja schon oft gesagt, dort zu spekulieren, war jetzt eigentlich ganz froh, dass es immer wieder mal Ruhe in die Sache reingekommen ist. Jetzt hat irgendjemand Erling am Trainingsplatz gesehen und glaubt, er ist nah dran und dabei, aber natürlich wissen wir, wie es tatsächlich um ihn steht. Und Erling hat nach wie vor leichte Probleme, bedeutet, er fühlt sich einfach nicht frei, er fühlt sich in seinen Bewegungsabläufen noch nicht klar und es ist eine diffuse Geschichte, wo wir nicht wieder in was Neues reinrennen wollen, auch er nicht, wo wir nicht mit seiner Gesundheit dort dann spielen und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, das kann schon noch ein paar Tage dauern. So, jetzt sehe ich gerade keine weiteren Handzeichen. Wir sind heute eine kleine Runde, also wenn noch etwas an Fragen gestellt werden soll, dann bitte ich euch jetzt um ein Handzeichen. Ist nicht der Fall, alle zufrieden? Doch, wunderbar. Jürgen Kors mit der letzten Frage, bitte. Wo wir dann schon mal die Chance haben. Marco, du hast gesagt, die Stimmung ein bisschen zu drehen. Was müsste dafür passieren oder was könnt ihr euch vornehmen, um in der Bundesliga eben zu sagen, noch 11 Spiele, das wollen wir noch erreichen, das ist vielleicht sogar noch drin. Oder droht dir vielleicht tatsächlich dann noch so eine Saison, wo du nach oben nichts mehr reißen kannst, wo die Gegner darunter zu weit weg sind und man so ein bisschen zwischen den Welten schwimmt? Ich weiß ja, auf was du jetzt hinaus willst, aber nochmal, wenn man unseren Saisonverlauf sieht, dann geht es darum, dass wir morgen unter nicht ganz leichten Bedingungen, was den Kader betrifft, Gegner, wir wollen morgen dieses Spiel gewinnen und dann sind es noch 10 Spiele und dann schauen wir mal weiter und dann kommt Mainz 05, ein schwieriges Aus. Also es ist ja Bundesliga, es ist ja jetzt kein Wunschkonzert. Wir haben dort noch einige Aufgaben vor uns und wir wollen uns stabilisieren. Ich glaube, dieses Thema Cup-Wettbewerbe, das können wir nicht mehr einholen. Also das Kind ist in den Brunnen gefallen. Die Enttäuschung ist groß bei uns, im Umfeld, bei den Fans. Wir haben dort nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben ja nichts geschnuppert. Wir haben keine Euphorie entfachen können in diesen Wettbewerben. Nicht mal im Ansatz, weil wir überall so früh raus waren. Und jetzt gilt es für uns, unter diesen Bedingungen, die wir so annehmen müssen, zu versuchen, in der Bundesliga morgen dieses Spiel Augsburg für uns zu gestalten. Nächste Woche Mainz, ein schwieriges Auswärtsspiel. Und dann werden es immer weniger Spiele. Dann geht es um entscheidende Wochen und dort wollen wir uns versuchen, eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Wir fliegen jetzt jedenfalls nach Augsburg. Den einen oder anderen von euch werden wir dort wiedersehen. Bis dann, gute Anreise. Tschüss. Ciao.